wir machen jetzt langsam Feierabend beim Revierfest in Neumühl und neben mir steht Benjamin Beuys. Mit seinem Manager. Genau, mit seinem Manager, Freddy Freiwalter. Grüße dich. Grüße dich auch. Freddy, Benjamin Beuys, im Moment der ganz große Star hier so überall im Umkreis. Wie hast du das gemacht? Ach du, das hat er auch ein bisschen selber gemacht, weißt du? Er ist ein toller Künstler und er hat natürlich eine tolle Ausstrahlung, ist sehr publikumsnah und ist dadurch natürlich jetzt ganz gut gefragt. Also wir sind sehr zufrieden, sind jedes Wochenende in einer anderen Stadt innerhalb von Deutschland unterwegs. Danach geht es nach Österreich, auch in die Schweiz. Also wir sind zufrieden. Wollen wir doch schwer hoffen. We are happy. Benjamin, guck mal, also hier ist schon wieder alles voll. Du hast gleich noch Autogrammstunde und musst gleich schon wieder weiter. Wie bekommt ihr das alles? Also, kommt super gut an. Also, ich fühle mich wie zu Hause. Es ist echt wie Fahrradfahren. Ne? Also, einmal gelernt und dann einfach, ja, ich weiß nicht. Also, letzte Zeit ist es auch so, dass ich freue mich eigentlich mehr, all die Leute zu sehen, wie früher noch mehr sogar, weil das ist irgendwie so, wenn du siehst, all die Gesichter von früher und so. Und ja, das macht mich eigentlich super glücklich. Und das sage ich nicht nur so, das ist echt so. Richtig, und vor allem, du kommst ja nach wie vor super gut an, ne? Ich hoffe. Ich habe meinen selbst nicht gesehen, ich habe meinen selbst noch mitgemacht. Ich habe es getan. Aber ja, ich hoffe, ich bin gut angekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann es dir sagen, bist du. Yeah! So, ich weiß, ihr beiden müsst ganz schnell weiter. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Passt schön auf euch auf. Eine Veranstaltung wieder, ne? Garantiert, Freddy. Ich danke dir. Ich danke euch. Dankeschön. Remember the times of a secret success. The travels we made, we gave it the best. Flying, driving, riding through life. It's the end of the road and it cuts like a knife. Hold out your hand once again. New things appear.